Jo, wir sind auf dem Splash und bei Marjo läuft die Tox-Transformation. Du lässt dir den korrekten Bart wachsen. Meinst du wegen dem Mini-Bart hier? Ja, das kann noch ganz groß werden. Kann noch ein paar Jahre dauern, ne? Wie lange hast du gebraucht? Das ist nicht lange, das ist jetzt, ich bin 2-3 Tage oder so, habe ich jetzt wachsen lassen. Aber ich habe jetzt nicht vor, so einen Bart wie du mir wachsen zu lassen. Hey, du wirst dann aber merken, dass der dir irgendwann zu klein ist und du dann schon mehr willst. Ich mach den auch weg wieder so, weil ich habe ja dieses Babyface-Image, Alter. Das kommt ganz gut an bei den Mädels, so, weißt du? Ja, Babyface kommt gut an. Ja, deswegen mache ich das wieder weg. Ich hatte heute nur keinen Bock, den wegzumachen. Ehrlich, ich teste das manchmal, wenn ich ein bisschen längere Zeit mal zu Hause bin, dann teste ich das manchmal an, so nur so für mich vorm Spiegel, so, weißt du? Also ein korrekter Bart, so wird dir doch auch stehen. Ich weiß nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Ich muss mir mal so einen Bart kaufen. Ich habe schon mal so ein. Gibt schon so ein Foto von Kollegen mit dem Bart, wie ich den habe. Bei dem läuft es auf jeden Fall gut, Alter. Aber der hat ja auch ziemlich maskulinen Bartwuchs, hat der ja auch, der Toni. Ich habe leider keinen Bartwuchs. Du musst halt viel männliche Hormone spritzen, einfach. Ja, davon. Das fördert das Ganze auf jeden Fall, habe ich gehört. Männliche Hormone spritzen, rohes Fleisch essen, Rindfleisch am besten. Das ist ernst. Hilft auch. Also davon weiß ich jetzt mal nichts. Also bei mir hat es geholfen. Ja? Jeden Tag ein rohes Steak. Hast du gegessen? Ja. Ernsthaft jetzt? Also es gibt ja well done, aber noch krasser. Muss schon richtig, richtig blutig sein, damit das für den Bartwuchs auch förderlich ist. Vielleicht kannst du ja mal mit Kollegen drüber reden, ob er sich nicht mal noch so einen männlichen Bart zulegen will. Ich meine, Muskeln hat auch irgendwann jeder. Ihr habt das vielleicht auch ein bisschen mit reingebracht und so. Der Kollege hat doch einen männlichen Bart. Also das ist doch, sieht doch gut aus. Also muss ja, das hängt ja nicht. Kommt das ist ja schon auf jeden Fall ein Fortschritt, das ist schon sehr cool, das funktioniert schon gut bei ihm, aber es kommt nicht auf die Länge an, wer hat dir das denn kommt erzählt? Kommt ja nicht auf die Länge an, wir sind ja nicht beim Sex. Schon so also parallel. Meinst du? Ja. Länger ist schon besser. Also wenn sich zwei Bartträger entgegenkommen, muss auf jeden Fall der ausweichen, der den kleineren hat. Wir können ja mal, wenn wir irgendwie nicht auf dem Festival sind und ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum haben, dann können wir ja mal einfach durch die Innenstadt gehen und so eine kleine Umfrage starten. Was die Damenwelt dazu sagt. Ob die sagen, ja, ich finde Männer. Ich glaube schon, dass viele Frauen auch sagen werden, ich finde Mann mit Bart attraktiver, weil es für die männlicher wirkt. Aber das kann man ja natürlich alles auch kompensieren durch einen guten Körperbau. Ne? Was, ja, was man nicht im Gesicht hat, muss man halt eben an den Armen haben. Genau, ja. So sieht's aus. Also ich finde es auch cool. Ganz ehrlich, ich hätte auch vielleicht ein bisschen mehr Bartwuchs. Bisschen so ein 3-Tage-Bart würde ich schon gerne tragen, so weißt du. Ja, Tipps brauchst, sag Bescheid, Alter. Ich sag's dir jetzt mal ganz privat, ich hätte auch gern auch die Kamera wieder. Ja, ich überlege halt, ob ich irgend so ein PDF zum Verkauf anbiete oder so, was dann Leuten wie dir auch helfen kann, ja, doch, als Bartcoach. Als Merchandise so ein Bart von dir, den man sich ankleben kann oder so. So ein auch nicht schlecht, Alter, wäre ich bei Banger Musik, gäb's das schon. Ja. Früher hat auch jeder so Magnetohrringe getragen, also ich zumindest, bis die Ohren abgefallen sind. Ich glaube, da können sich auch viele mit identifizieren, die das auch gemacht haben früher. Weil wir bei Ausländern ist das mal so kritisch mit so Ohrloch stechen lassen. Alter, meine Ohren sind schon blau gewesen, ne? So hat das wehgetan. Aber das hättest du Stress gekriegt, wenn du richtig gemacht hättest? Ja, klar. Ich habe sogar danach irgendwann richtig gemacht. Ich habe sogar ein Ohrloch, Alter. Also jetzt würde ich nie wieder ein Ohrring tragen. Ich finde es überhaupt nicht mehr attraktiv, aber damals fand ich das voll geil, Alter. Wenn ich das anhatte, habe ich gedacht, ich bin ein Ascher. Also ich habe wirklich gedacht, ich sehe so aus. Warst du ein Typ, der im Club vom Spiegel getanzt hat? Nee, nicht. Ich bin voll die Niete im Tanzen, Alter. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich bin voll grobmotorisch. Was habt ihr so typische Banger-Musik-Tanzschritte, wenn ihr im Club seid? Oder steht ihr alle nur? Wir stehen alle, spannen. Ja, wir spannen die Muskeln an. Das ist so der Standard-Move von uns. Wir kommen rein, Jacke ablegen und direkt so. Unböse gucken. Das geht auch bei den Frauen oder hält man sich damit nur die Spastis vom Leib? Böse gucken meine ich. Muskeln ist eh klar. Die Jungs wollen es ja mehr sehen als die Frauen, glaube ich. Das ist ja genau das, was sie von uns sehen wollen. Ah, da sind die Prol-Rapper und ob wir jetzt böse gucken oder nicht, unsere Fans sind ja auch ganz harte Typen und die fragen dann auch trotzdem nach dem Foto, ne? Wir haben ja, böse gucken, traurig gucken, ob ich wieder eine Mandelentzündung habe wie jetzt. Fotos wollen unsere Fans immer und kriegen die auch meistens. Also wir gehören nicht zu den Leuten, die dann die Leute abweisen. Wir machen, also wenn es wirklich gerade die Zeit nicht zulässt, dann kommt es mal vor, dass wir dann auch ganz höflich sagen, das geht gerade nicht. Aber in den meisten Fällen kriegt auch jeder sein Foto, der danach fragt.
Hier beim Splash wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Bei der Bandbreite an Leuten, ne? Was ist denn geplant hier für auf dem Splash? Wenn wir es ausstrahlen, dann haben die Leute das Konzert ja schon gesehen. Also, was habt ihr euch überlegt? Wie jetzt nochmal? Ich habe die Frage. Für Splash-Auftritt. Was damit? Was ihr euch überlegt habt. Ach so. Ja, wann kommt das Interview denn raus? Nach dem Auftritt. Okay, nach dem Auftritt. Ja, wir haben uns, das ist ja Kollegas Auftritt zu seinem Album King. Mein Album kommt ja noch, deswegen haben wir da jetzt noch nicht viel mit eingebaut, außer unsere Songs, die wir zusammen gemacht haben. Aber Kollega wird am Anfang vom Thron aus performen, zum Song King. Wird auf jeden Fall eine richtig krasse Show. Wir haben uns da richtig geile Sachen überlegt. Bei Arkas im Wandschrank holen wir die Wasserpistolen raus, dann wird das ganze Publikum erstmal nass gemacht. Bei Was ist denn los mit dir, Alter, kriegst du die erste Reihe auf jeden Fall ein paar Wasserbomben ab. Das ist schon zum zweiten Mal gesagt, wo wir uns treffen. Ja, über Album reden wir nochmal in Ruhe. Treffen wir uns nochmal in NRW. Wir machen uns schon vor lang auf. Ja, Mann, hier ist bald wieder Zeit, Alter. Aber wir haben Zeit, ne? Ja, aber wenn wir mehr Zeit haben als Festival. Hast du gesehen? Ja, ich habe aber noch gar nicht komplett reingezogen. Ich konnte kurz reingucken. Ich habe gesehen, dass es viel Krieg gibt in dem Video. Und dass du da am Fighten bist. Wie waren denn die Reaktionen? Was haben die Leute gesagt? Super angekommen, ja. Also ich hatte eine Befürchtung. Ich habe da sehr fleißig dran gearbeitet. Ich habe mir auch viele Meinungen geholt von anderen Künstlern. Also was heißt von vielen? Von Farid und Kollegen, ne? Und wie gesagt, Kollege hatte mir am Anfang geholfen. So ein paar Reimstrukturen hat er mir beigebracht. Farid hat mir auch einiges beigebracht, wie ich die Sätze besser platzieren kann. Und wie gesagt, ich habe da sehr viel Zeit für investiert. Und dann ist halt so, das Intro war halt so von einer meiner Lieblingssongs von meinem Album. Und ich war halt so total gespannt drauf, so wie die ganzen Fans darauf reagieren werden, so weißt. Ich hatte wirklich Angst, Alter, dass das schlecht ankommen könnte, so weißt. Weil ich habe meinen Rap-Stil ein bisschen geändert. Aber ich, für mich persönlich fand ich das echt Hammer so. Und ich wüsste nicht, wie ich drauf klargekommen wäre, so wenn die Leute das halt gehatet hätten, so. Das ist super angekommen, Alter. Die Vorbestellungen laufen auch super. Besser als denn je. Ich glaube auch, meine Fanbase hat sich um einiges erweitert. Ist viel größer geworden. Und auf jeden Fall danke an dieser Stelle an meine Fans und alle Supporter, ja, dass euch die Sache so gut gefallen hat. Und dass ihr mich supportet. Und da du inzwischen ja auch ein YouTube-Star bist, da wird es wahrscheinlich auch noch in der Album-Promo-Phase ein paar Überraschungen an der Front geben, wa? Also auf jeden Fall habe ich für meine Fans einige, in meinem Freundeskreis nennt man mich auch den Fremdschämen-König. Sobald die Kamera angeht und ich meine Aktion mache, drehen sich meine Freunde immer um, weil die das nicht mit ansehen können. Und die schämen sich sogar immer noch, wenn die sich das Video eine Woche im Nachhinein angucken, weißt du? Und ja, da kommt auf jeden Fall einiges. So meine Promophase wird total Entertainment, unterhaltsam für die Leute zum Kaputtlachen, so weißt du? Weil ich bin, wie gesagt, zwiegespaltener Typ. Also, ich bin einerseits humorvoll, einerseits auch komplett stahlhart, Alter, fokussiert. Und das Album ist richtig hart. Ein paar lustige Sachen, beziehungsweise einige lustige Sachen. Also eine lustige Sache, das ist der Mujo und Tino Skit. Da hört man Mujo und Tino zum ersten Mal rappen, Alter. Also es gibt ja auch vielleicht Mujo und Tino Fans, die keine Marjo und Kollega Fans sind. Für die ist das Album Breiter als der Tisch, der auf jeden Fall auch was. Weil Mui und Tino auch einen krassen Track da hingelegt haben. Wir könnten vielleicht auch mal zusammen auf Tour gehen. Ohne ja. Marjo und Kollege. Muss man mal schauen, so wie deren Song auf meinem Album ankommt. Und dann schauen wir mal. Kriegen die beiden eigentlich auch Frauen rum? Funktioniert diese Masche im Club? Ja, ich glaube, Mui und Tino kriegen mehr Frauen ab als Marjo und Kollege. Ne? Weil die haben halt diesen süßen Faktor, den wir vielleicht nicht mitbringen, so weißt du? Mui und Tino, ich glaube, jedes Mädchen liebt Mui und Tino. Sobald ich, wir machen das ja auch in der Bühnenshow, kommen Mui und Tino ja auch auf die Bühne. Und sobald die auf der Bühne sind, flippen die Leute aus. Ne? Gerade die Mädels. Dann kommt immer, oh, 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 hört man dann von jeder Seite. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, Alter, wie, wenn ich so ein Typ wäre, wie einer von den beiden mit so einer Stimme und so weiter. Wie man dann so mit einer Frau redet. Gerade so, wenn es mal richtig zur Sache geht und so weiter und du willst mal so harte Sachen sagen und so weiter. Wieso bist du denn schlimm darin?
Glaubst du, ich kann keine Mädchen klar machen oder was? Ja, wenn glaubst du, ich bin nicht in der Lage, ein Mädchen klar zu machen? Aber du willst dir jetzt Hilfestellung beim Blasen geben und sie so ein bisschen dirigieren und so weiter. Mit der geht das? Ich sag zu ihr, lutsch meinen Schwanz, Bitch. Ganz einfach. Das nimmt die auch ernst und reagiert direkt? Das nimmt die sofort ernst. Dann zieht die meine Unterhose aus und dann nimmt die den Pullover in den Mund. Und dann wird erstmal heftig gelutscht. Wird auch nicht groß Bitte gesagt und so weiter? Ne, Bitte und Danke, sowas gibt es bei mir nicht. Das ist ein Tabu bei Mui und Tino. Und dann wird erstmal gesaugt, aber ab und zu habe ich dann auch Pipi-Manauer. Aber schon auch auf Ficker, ja? Ich bin quasi ein Gangbanger. Ein richtiger Gangbanger. Also ich muss jetzt gehen. Ich muss meine Milch trinken. So, Mui ist gerade weggegangen. Ja, der ist ja jetzt wieder weggerannt. Ein frecher Bub ist da. Okay, mal sehen, ob er sich heute noch ein paar Groupies klären kann hier auf dem Splash. Ja, ich denke mal, da wird der ein oder andere Kindergartenmädchen für den da sein. Okay, Alter, ey, ich freue mich drauf, wenn wir bald endlich mal in Ruhe ausführlichst über dein Album reden. Ja, cool. Vorher würde ich sehr gerne noch ein bisschen was hören. Und heute ziehen wir uns erstmal rein, was ihr auf der Bühne macht, wa? Ja. Ein bisschen was hast du ja schon erzählt, klingt spannend. Ich hoffe, wird dir gefallen. Also wir haben uns Mühe gegeben. Und wie gesagt, zu meinem Album, Breiter als der Tisch, der kommt. Nächste Single kommt auch. Und ja, ihr könnt euch auf was Großes gefasst machen. Wie das Teil hier in meiner Hose. Und ja, seid gespannt. Wie Bettlaken. Und was sollen wir eigentlich machen? Für dein Album? Ja, genau. Ja, einmal schönes, ausführliches Interview über das Album und dann müssen wir uns noch ein paar andere Themen ausdenken, die wir jetzt noch nicht gemacht haben. Das mit dem Bart können wir vielleicht wirklich machen, ne? So als Nebending, jetzt nicht als Hauptding, aber so mal so eine kleine Umfrage. Dann wissen die Leute auch da draußen, so soll ich mir den Bart, soll ich den Bart dran lassen oder mir den abrasieren? Könnt ihr mal ein paar Kommentare schreiben, was sollen wir machen, um Majos Promophase noch weiter auf- und abzurunden. Genau, das ist nur mal... Helft uns mal ein bisschen, Alter. Vielen Dank, bis dann. Ciao.